herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Priester-Deck. Ich weiß, es ist kein gutes Deck. Es geht einfach jetzt darum, wir möchten schauen, wie weit können wir das Deck noch weiter verbessern. Es ist sehr, sehr zauberlastig. Es fehlen ihm eindeutig die Diener. Die Diener sind, wenn dann, zu teuer. Das seht ihr auch hier unten. Das sind die zwei Sechser hier unten. Und gerade im niedrigen Bereich haben wir einfach zu wenig. Sieg oder auch die Lichtbrut, das Licht wird den Sieg bringen. Ist natürlich. Ich muss ganz kurz hier raussuchen. Der Gedankenraub. Ja, es ist halt ein. Ja, es zielt sehr, sehr stark darauf, dass wir halt eben hoffen, dass wir einen starken Gegner haben und dass wir von ihm die guten Karten kopieren können. Und dadurch haben wir natürlich einen absoluten RNG-Faktor drin, der. Heißt, entweder du hast Glück oder du hast kein Glück. Und meistens hat man kein Glück. Und sowas hasse ich eigentlich immer an Decks recht stark. Dass man zu stark auf diesen Glücksfaktor hofft. Sondern wir möchten eigentlich eher, dass wir mit einem klaren Sieg halt eben das Ganze gewinnen können. Gut, wir sind in Runde 1. Er zieht nichts. Wir kommen in Runde 2. Wir spielen unseren Beutehamster. Um einfach mal irgendwas hinzusetzen. Weil er jetzt einfach direkt ein Ziel hat, das er wegmachen sollte. Und spielt uns jetzt hoffentlich. Ja, er geht mit einer Waffe drauf und kriegt dafür jetzt natürlich trotzdem die zwei Schaden. Na? Geht nicht drauf. Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, er greift uns an, aber macht nichts. Wir machen das. Und holen uns zwei schöne Karten von ihr. Okay. Priester mit Waffe. Gut, probieren wir aus. Schauen wir mal, ob wir da damit was anfangen können. Klar machen zum Enden! Es spielt eine Piratin, okay. Sie macht 5 Schaden. Ist nicht schön. Deswegen sollten wir sie natürlich entsprechend weghauen. Jetzt muss ich hier ganz kurz den Chat ausschalten. So, wir machen die Klänge aus. Und ja, lösen am besten den Beutehamster aus, würde ich sagen. Hiermit würde ich mir selber 5 Schaden. Das ist nicht gut. Ich könnte allerdings auch eine Kombination spielen aus den beiden Karten. Und ich glaube, das würde ich auch entsprechend machen. Nee, die ist mir zu wertvoll. Wir lösen den Beutel. Hey, gib mir das! Ah! So, und können jetzt noch eine Waffe erzeugen. Und teilen uns noch ein bisschen. Eine Einzelwaffe ist natürlich auch, ja. Ich weiß nicht. Obwohl, wir können. Für den Kriegshäuptling! Er spielt einen 4-3er. Und können jetzt in Runde 5 ihn hier spielen. Alle beugen sich meinem Willen! Beim Licht! Das war's. Über. So. Meine Klinge ist durstig. Okay, der muss natürlich weg. Aber den können wir in der nächsten Runde entsprechend zerstören. Okay, hier kommt ein 5er Schaden. Ist natürlich blöd. Er würde ihn mir hier direkt weghauen. Ich habe allerdings, ja, jetzt habe ich natürlich nicht meinen. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Mein Silence ist gerade nicht da. Wenn man es mal braucht. Und ich glaube. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen unseren Die Tore sind Helter Arena. Beim Licht! Kommt.
Gut. Ich bin gespannt. Er wird ihn opfern. Und mit der Dreierwaffe uns angreifen. Weil er einfach an dem Tank ja vorbei möchte. Meine Klinge ist durstig. Noch einen hat er. Und ein anderer Golem. Gut. Ja, er geht an uns vorbei. Was war das für eine Kombi? Ach so, zweimal. Ah, okay. Wir sind Runde 7. Kriegen wir nicht weg. Wäre blöd, den, weil das sollte ich mir 2-1 kommt ja trotzdem noch. Ich glaube, ich probiere. Ja, wir machen ihn weg. Einmal. Dann heilen wir uns entsprechend. Beim Licht! Hoch. Ich weiß, ist blöd. Aber es muss leider sein. Wir müssen 3 Runden noch durchhalten. Komm, das schaffen wir. Alle beugen sich meinem Willen. Nennt 4-6. Er hat komplett auf die 4er Angriff gesetzt. Gut. Coole Idee. Können wir ihn, wir können ihn einmal verdoppeln. Ich frage mich, ob ihn runtersetzen. Ah, wir lassen ihn jetzt einfach mal hoch. So. Hoch auf den 16er. Wenn er jetzt klug ist, greift, lässt er jetzt erst ihn angreifen und ihn zerstören und hat dann die 6, um ihn ein zweites Mal zum zerstören. Okay, er spielt auf einen 6er Schaden. Und zerstört ihn. Gut, er hat noch einen Feendrachen da. Und jetzt kommen noch mal 4 Schaden für uns. Gut. Damit können wir leben. Eine junge Priesterin. WTF. Ja, tut mir leid. Er hat eh keine Waffe mit 2, deswegen nehmen wir sie weg. Wir spielen sie aus, weil wir eh nichts anderes haben. Nehmen ihn weg, um damit ihm einfach so ein gewisses Angriffspotenzial zu geben. Also, dass er einfach jetzt die Runde jetzt schön abgelenkt ist und mit ihm jetzt aufs I geht. Und was spielt er? Er spielt noch einen Feendrachen. Und möchte lieber auf uns direkt gehen. Gut. Damit können wir arbeiten. Wir schnappen uns ihn. Einmal. Könnten jetzt noch seinen Feendrachen wegnehmen. Mehr Training. Aber wir warten einfach mal, weil sie kann jetzt hier noch, wird ihn ja jetzt auch ein bisschen hochheilen. Und deswegen lassen wir das einfach mal so. Er spielt einen Arkanitschnitzer und kann jetzt beide abräumen bei uns. Gut. Ja, das ist natürlich blöd jetzt. Kann ich ihn ausspielen, wenn ich gerade keinen Diener? Kann ihn ausspielen. Okay. Ich hätte gedacht, das geht nicht,
Weil gerade bei diesen Karten ist es ja meistens so, dass man dann halt entsprechend nichts ausspielen darf. So, kann er seine Waffe buffen oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Er scheint nichts Schönes auf der Hand zu haben. Und geht direkt auf uns los und seine Waffe ist weg. Gut, das ist natürlich schön. Wir ziehen eine Karte, heilen ihn ein bisschen hoch. Können uns auch noch mal schön heilen. Ja, ich hätte sie eigentlich behalten sollen. Mist, das war jetzt blöd. Wir buffen ihn noch eine 8 hoch. So. Ja, ich hätte sie behalten sollen. Mist, wenn er jetzt eine hohe Karte spielt, irgendeine mit 5, dann haben wir eigentlich nichts mehr dagegen ranzusetzen. Und er spielt eine Eule, bringt aber nichts, weil das ist 6. Und geht direkt bei uns in den Angriff über. Okay. Macht aber nichts, denn wir können jetzt komplette 12 Schaden auf ihn reinhauen, plus eine heilige Nova. So. Einmal hier weg. Und wir haben 12 Schaden rein, dann können wir uns sogar noch heilen. So. Matchball für uns. Ich werde dich. Und er gibt auf. Ja, also ihr seht, mit einem durchaus miserablen Deck kann man doch auch was helfen. Aber es gefällt mir nicht. Wir könnten dadurch sicherlich mehr machen, wenn das Deck irgendwie anders oder besser aussehen würde. Ich danke euch aber trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr Empfehlungen habt, was wir dran ändern sollen, schreibt diese einfach in die Kommentare, gebt ein Like. Oder ja, vielleicht sagt er auch irgendwas anderes. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao.